Aber der will noch reden. Kyo ist das etwa eine Schuppe vom Wasserdrachen? Damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen. Es gibt immer halt Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und suchst sie? Ho, ho, ho. Wenn du mir nicht im Weg stehst? Was ist denn das für ein Kerl? Meine Fresse. Was ist denn das bitte? Also, der ist mir neu. Ah, den Schild kann man zerschlagen. War irgendwie klar. Boah, jetzt habe ich schon gedacht, den könnte man gar nicht besiegen. Der hat bestimmt ein Amulett. Oder? Wo war denn jetzt der Teich, von dem ich gekommen bin? Da wollte ich gerade schon untertauchen. Und konnte es aber nicht. Auch jetzt da. Sie haben eine Drachenschuppe, aber kann nicht unter Wasser atmen? Langweilig. Da, ich wusste es doch. Ich wusste es. Hier ist ein Wassertempel, so in der Art, oder? Oder kommt zumindest. Ah, das wird eine Luftblase sein. Für Luft unterwegs schnappen. Ja. Brauchen wir ja nicht. Wir können ja lang genug die Luft anhalten. Schönes Gebiet. Einen großen Baum. Ja, kletter halt rauf. Ach, das sind die coolen Pilze. So, wenn ich eine Speicherstatue wäre, wo wäre ich dann? Ach, das sind die Explodierfische. Oder? Ja. Nein! Oh. Hätte ihn doch erst betäuben sollen. Ich wollte eigentlich so einen Explodierfisch auf den lenken. Ich glaube, ist auch das Einfachste, wenn man den so ein bisschen betäubt. Jetzt. Perfekt. Pusten. Wow, 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 wow. Nein. Komm, komm, komm. Nein. Boah. Oh. Das war jetzt knapp. Das war verdammt knapp. Ah, neues Gebiet. Erschlossen. Hätte natürlich so nicht hingekonnt, nein. Ich musste da so hingehen. Bitte, ja. Wollte gerade sagen, bitte lass da keine Spinnen oben sein. Mein Wunsch wurde nicht erhört. Noch eine? Nö. Hat die was? Oh, nicht mal was gegeben hat die. Ich meine, ich bin kein Fan von den Sachen, was die geben, aber wenn sie schon da ist, kann sie doch was geben. So rein der Höflichkeit halber. Zwischenlanden. Kürbis zerschlagen.
Wunderbar. Haha. Und ein paar neue Spinnis für meine Hassliste. Komm schon. Ich treff alles außer die Spinne, die ich eigentlich treffen will. Da oben muss ich aufpassen. Ach, da ist ein Bienenstock. Ich dachte zuerst, das wäre eine Blume. Aber es ist ein Bienenstock. Die lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich die runtergeschossen, aber... Wenn das so ist, dann... Och nö. Kann ich da eine Bombe hinge? Wahaha. Hahaha. Trick 17. Nein. Boah. Nein. Oh. Oh Gott sei Dank. Dachte schon, es müsste von unten wieder anfangen. Nein. Komm schon, einfach draufschlagen. Einfach draufschlagen. Nein! Uah, zurück! Boah. Das ist ein fieser Gegner. Das war der Torwächter. So wie in Yu-Gi-Oh! Nur, dass der nicht aus drei Dingern bestand. Boah, jetzt fliegt hier... Jetzt fliegt hier eine Fliege und eine Imke gemeinsam herum. Macht sich hier einen Spaß. So, ich... Ich wollte eigentlich genau an dem Punkt jetzt aufhören, aber ich will jetzt wissen, wie der Tempel aussieht. Nein! Ah toll, jetzt ist der mit dem Signalhorn runtergefallen. Dabei hat der eine doch gesagt, dass so Monsterhörner von denen krieg. Das hat mich zwar am... Vorher nie was bedeutet, aber jetzt, wo ich weiß, wo ich die Sachen herkriege, will ich sie irgendwie haben. Komm, du Mistding. Irgendwer hat da Magenschmerzen, ich hör's doch. Da liegt ein Herz. Das brauche ich. Was denn? Gebieter, hörst du das auch? Ah, boah, ho, 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 ho. Das ist ein Käfer, den kann ich nicht fangen, weil ich kein Netz habe. Irgendwer hat hier entweder einen Hunger oder Magenschmerzen. Oder Magenschmerzen wegen Hunger. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Ach, der! Gebieter, dort oben. Das ist ein bisher unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarren. Also da kann ich dir sogar sagen, dass das mehr als 90% sind. Ach, der schnarcht so. Q, Q. Mach auf. Nicht schlafen. Knia! Wer stört? Oh, einen Menschen sieht man ja nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Q und wache über diesen Wahl. Ich weiß nicht, wie es du es hierher geschafft hast, aber kannst du mich denn auch sehen? Ja. Und das, obwohl selbst die andere Q mich nicht sehen können. Aber sag, was will ein Mensch wie du eigentlich hier? Die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert, um einen dir wichtigen Menschen finden zu können? Ein Mensch, der man sehen kann und nach der Flamme sucht? Versprichst du mir, dass du niemandem verrätst, was ich dir nun erzähle? Klar. Da verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Faores Flamme. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nach Faores Mut und Faores Tränen
Verhorensflamme. Es ist wirklich unglaublich. Diese Flamme, ihre Geschichte, fliegt zu jeder Zeit, da die Göttin noch etwas nach unter uns wandelte. Hat so einen Schweizer Akzent. Sie vertraute die Flamme den Wasserdrachen an, der hier im Wald von Fironen litt, und er ist böse geworden, das beraten. Das heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Und der soll beim Wasser sein? Erzähl doch nichts. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen, um unwürdige Pferd zu halten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Auf dem Tor ist das ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Zieh dich mal an dem Ort um, den ich auf der Karte mit X markiert habe. Ach, da beim Tempel. Was ist? Hast du dir gemerkt, wo du das Symbol findest? Klar. Na dann, gute Reise. Warte! Bäh, was ist denn der am Arsch? Das habe ich nur noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren. Also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir so, gerade dann hat er Besuch zu fressen gern. Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von Faroris Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich geh wieder schlafen. Okay. So, wo bin ich denn hier jetzt ungefähr? Ich bin auf der anderen Seite. Aber hier kann man dann mit dem Vogel wieder rauffliegen, also von dem her ist das schon. Ah! Perfekt, da wollte ich sowas. Bei dem wusste ich gar nicht, wie man da hinkommt. Rätsel gelöst. So, dann gehe ich jetzt noch eben zu dem Tempel rüber. Mein Gott. Du wolltest das nicht anders. Bahn gibt nicht mal was her. So ein Egoist. Oh, da ist wieder der Große. Hab keine Lust drauf. Den muss man doch irgendwie. Irgendwie das Schild. Das Schild abschlagen können. Einfacher. Ausweichen. Mit dem Sprungangriff wieder hin. Und erledigt. Ha! Das war mal eine perfekte Runde. So gehört dieser Gegner gemacht. Ja, mal schauen, ob irgendwas steht. Warte mal, jetzt könnte ich mittlerweile wieder ein bisschen Rubine sammeln. Jetzt brauche ich wieder einen Tempel. Ein paar Truhen, wo Rubine drin sind. Da ist das Symbol. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Symbol ist, von dem der Einsiedler sprach, beträgt 80%. Was die für Wahrscheinlichkeiten hat? Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einbringst. Oh, ein Kreis. Mhm. Und jetzt? Soll jetzt nach einem Kreis suchen. Na was? Wo soll denn das Tor überhaupt sein? Große See im Norden, wie komme ich da überhaupt hin? Hm. Das ist die nächste Frage. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn hier schon eine Statue ist, speichere ich mal kurz. Einfach mal ausnutzen.
Und an der Stelle sage ich dann einfach mal Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.